Die V406 News werden Ihnen präsentiert von Boja, dem Lack- und Karosseriezentrum in Hildesheim und Hannover. Einen schönen guten Tag und recht herzlich willkommen zu den V406 News. Vorab, es tut uns leid, dass wir Ihnen keine Videos oder Bilder vom Wochenende zeigen können, denn wir hatten technische Probleme mit dem Speichermedium unserer Kamera, aber das ist jetzt aus der Welt geschafft und am Wochenende gibt es natürlich wieder VV06 TV. So, nun aber zu den Ergebnissen vom Wochenende, sofern Sie wussten. Unsere erste Herren verliert 1:0 beim VfL Bückeburg. Die zweite Herren verliert 3:1 beim TuS Nettling. Die dritte Herren verliert 2:0 beim SC Wetmar. Unsere Altherren spielt 1:1 gegen die SG Ottbergen-Wendhausen. Und unsere Altsenioren gewinnen 1:0 gegen die SG Itzum-Reden-Brüggen. In der Jugendabteilung gab es folgende Begegnung: Die C-Junioren gewannen 2:1 zu Hause gegen den TSV Bassum und die A-Junioren verloren 3:2 beim SC Langenhagen. Und wie immer natürlich der Hinweis auf unsere Homepage vv06.de. Da gibt es alle Informationen, Bilder, Presseberichte und von allen Mannschaften. Und das war's auch schon wieder diese Woche von den VV06 News. Wir und dann unser Aktionssponsor Boja, das Lack- und Karosseriezentrum aus Hildesheim und Hannover, wünscht Ihnen wie immer eine schöne Woche.